Mein Name ist Höller Philipp. Wir befinden uns da am Standort für Holz- und Recyclinggranentwicklung und Produktion bei Palfinger Epsilon. Epsilon ist ja mein Tochterunternehmen der Palfinger AG. Palfinger ist ja weltweit bekannt als Marktführer für Hebelösungen in diversen Einsätzen. Ich denke am bekanntesten für den Ladekran, also für den Stückgutladekran auf LKWs montiert. Wir entwickeln grundsätzlich alle Technologien, die wir für unsere Komplettkranlösungen brauchen. Das heißt von der Konstruktion angefangen über die Hydraulik, über die Elektrik bis hin zur Software. Und das ist eben genau ein Spezifikum, dass wir unser Produkt von einem Stahlbauprodukt zu einem mechatronischen Produkt hin entwickeln, also eigentlich in Richtung an robotischen Systemen. Mein Name ist Florian Lochner, ich bin Senior Entwickler in der sogenannten Funktionsvorentwicklung bei uns und bin zuständig dafür, smarte Funktionen bei uns zu entwickeln. Ein großes Thema, an dem wir gearbeitet haben, war das sogenannte Smart Wiegen. Wir haben Positionssensorik am Hauptarm, am Knickarm und am Schubarm und zusätzlich noch Druckaufnehmer in die Zylinder. Und mit dem Druck im Zylinder und der aktuellen Kranposition berechnen wir die Last, die vorne im Greifer ist. FFG ist relativ früh bei uns ins Spiel gekommen, hat uns da sehr tatkräftig unterstützt. Und es ist natürlich für uns toll, dass es gibt, solche Organisationen, die dann solche Innovationen letztlich zulassen und proaktiv unterstützen. Also die Unterstützung der FFG in dem Projekt war insofern sehr wichtig, weil man dieses Projekt mit Forschungscharakter bezeichnen muss. Das heißt, es war am Anfang unklar, ob man das gewünschte Ergebnis auch erreichen wird. Und das ist natürlich ein erhöhtes unternehmerisches Risiko, sehr viel Kapital einzusetzen, ohne zu wissen, was dann am Ende das Ergebnis ist. Und das fällt natürlich sehr viel leichter, wenn man die Förderung durch die FFG in der Hinterhand hat. Die nächsten Jahre der Entwicklung bei uns ausschauen werden, dass es immer mehr in Richtung Automatisierung geht, um eben mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Effizienz zu erreichen.